Gibt's Level 3? Ja. Jetzt geht's ab. Das ist schneller. Sehr schön. Läuft. So super easy. Geschafft. Medikit. Wie viel Level hat das Ding denn? Level 4. Jetzt kommen die schneller hoch. Na schön. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Ich glaube, man kann das mit jeder beliebigen Waffe machen. Mit dem Impulsgewehr ist das wirklich am einfachsten. Plasma-Cutter bräuchte man eine Zeit lang. Okay, ein Rubin-Halbleiter. Es geht immer noch weiter. Okay, jetzt kann ich schon fast schon so auf Feuer machen. Boah, jetzt ist schnell. Boah, das ist so schnell. Geschafft. Was krieg ich jetzt? Energieknoten. Es geht immer noch weiter. Okay. Jetzt fängt von vorne an. Okay. Haben es bis zum Energieknoten geschafft. Können wir das Spiel auch einmal verlassen? Ah, machen wir es noch. Oh, das geht von meiner eigenen Munition ab. Okay, jetzt ist zu Ende. Coole Sache. Der Energieknoten war es mir definitiv wert. Boah, ich war fast da reingelatscht. Oh. Hier ist sogar noch einer. Voll? Zum Teufel. Nicht immer voll. Scheiß auf die Luftdinger. Ich will das Ding haben. Wie kann ich das aufnehmen? Wo soll das andere anvisieren? Okay, das Spiel weigert sich wieder. Ja, benutzen ist lustig. Okay. Nicht da reinlaufen. Ab zur Werkbank. Was upgraden wir jetzt? Das Rig. Wir haben zwei Knoten. Dann haben wir volles Leben. Könnten wir eigentlich machen. Obwohl meine Waffen sind eigentlich ziemlich schwach, finde ich, die letzte Zeit. Nachladegeschwindigkeit. Und dann gehen wir nochmal runter zu Schaden. Das ist eine gute Sache. Dann sehe ich mal zu, dass ich das Impulsgewehr irgendwie upgrade. Das benutze ich auch voll oft. Wieder fast reingelatscht. Vorsichtig. Das war ein cooles Minispiel. Aber irgendwie total einfach. Ich habe nicht einen Fehler gemacht. Oh oh. What the hell? What the hell? Wieso hat er sein Bein in der Hand gehalten? Als ob er sich das abgerissen hätte. Warte, ich helfe dir noch bei dem anderen. So. Ist besser so. Start ist voll. Und vielleicht noch der Kopf. Ja. Verbrennen tun wir die auch noch. Hey, ihn gleich mit. Oh! What the hell? Da wurde irgendjemand zerfetzt. Das Ding ist außer Rand und Band. Boah. Das hat er nicht ganz gesehen. Ich will mal in die Strahlen rennen. Hui! Oh, platzen die Beine ab. Irgendwie ein bisschen zu spät.
Ah, ich habe nicht gesehen, wie der Kerl gerade zerfetzt ist. Das ärgert mich jetzt. Okay, ist er nochmal zerfetzt. Was zum Teufel? Okay, ich renne nochmal rein. Na voll. Ich finde das richtig geil. Okay. Wer wird jetzt hier zerfetzt? Wer ist das? Ich glaube, der da liegt. Nee, da! Der Necromorph. Okay. Ich dachte, da lag so ein Kerl wie gerade. Wie kommen wir aber da jetzt dann vorbei? Ich denke, ich kann hier so außen rum. Das geht schon mal. Und jetzt? Ah, Stase! Oh, voll! Ich gehe kaputt. Das terrorisiert mich, das Viech. Okay. Wie es der Zufall so will, war mein Inventar wieder voll. Fuck. Okay, großes Medipack-Schema erhalten. Das hat sich doch gelohnt. Nur die wieder. Jawohl. Oh, da kommt noch einer. Schön. Oh, shit. Das konnte ich auch riechen. Das ist, noch so ein Viech. Oh, da ist noch eins. Ich hab doch irgendwas gehört. Okay, wollen wir hier durch. Oh, die Viecher machen uns so viel Schaden. Wieder so ein großer Scheißraum. Irgendwas muss hier echt immer passieren, so großen Räumen. Du hast Pause. Zeig mir deine Beinchen. Oh, das Viech geht aber auch ganz schön ab. Komm schon. Ich hatte die richtige Waffe. Oh, jetzt habe ich keine Stase. Egal. Auch so. Ihr werdet bezahlen. Ich glaube, wir sind in Quarantäne. Und. Ah. Das lebt ja immer noch. Jetzt hätten wir was Schwereres. Da muss er nachladen, ja sicher. Ja, voll. Hinter mir. Muss jetzt das explosive Tier finden. Alter, mich das Viech gleich packt. Tolle Geräusche. Die krabbeln hier nicht so schnell. Immer noch nicht genug. Wahnsinn. Weg, 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 weg. Ja, oh. Und drauf. Die sind heute extrem hartnäckig, ich habe ja das Gefühl. Lass mal Energie. Du kleines Pissviech. Nix. Du fällst mich garantiert nicht an. Lockdown aufgehoben. Oh, geht doch. Was für ein Terror. Die schnellen Viecher sind gar nicht so schlimm. Die sind halt schnell. Nicht wirklich stark. Isaac pfeift wieder aus dem letzten Loch.
kann es nachvollziehen. Hier ist ein Shop. Erstmal einkaufen, verticken. Sauber. Halbleiter. 80.000, wow. Was kostet denn so ein großes Medipack? 10.000, das ist natürlich ein stolzer Preis. Ich bin bedient. Wie viele Medipacks haben wir eigentlich? Ah, Inventar, öffne dich. Eins. Cool. Scheiß Ripper-Klinge, ich vertick die. Ich benutze die Ripper-Sache eh nicht. Okay. Ripper-Klingen. Und dafür kaufen wir uns ein Medipack. Wo ist das Ding? Ein mittleres. Eins reicht, dann habe ich zwei. Kurz einmal voll heilen, okay. Mehr oder weniger voll. Oder will einer wieder nicht mehr? Speichern. Bevor da noch ein Viech auftaucht. Mitnehmen. Du bist tot. Nur mal checken. Oh oh. Toll. Weg ist er. Wusste nicht, wie es sogar noch Überlebende gibt. Aber die sterben irgendwie trotzdem alle. Ist da nicht noch so eine Kiste drin? Nee. Was zum Henker? Irgend so ein dickes Viech ist hier hinter. Hat sich eingeschlossen. Und mal anklopfen. Mach auf! Schade. Feige Sau. Alles muss Isaac alleine machen. Shit, hier müssen wir durch. Es sammeln wir alles ein. Los geht's. Mhm. Oh, wow. Die Dinger können wir auch bewegen. Weiß nur nicht, wohin. Oh, shit. Zum Henker muss ich machen. Ich muss hinter den Dingern Schutz suchen, das wäre das Einzige. Oder? Ja. Normalerweise könntest du doch eigentlich auch unten noch da durchkommen, aber nö. Fuck. Oh, ich muss da durch. Okay. Zeug, 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 Zeug. Oh ja, das ist eine Menge. Sind wir hier richtig? Zum Glück. Ich hab so eine andere Seite. Hier lang. Hier durch und wieder runter? Irgendwas stimmt hier nicht. Ich soll weiter nach oben? Okay, wir sind gerade wieder runtergelaufen. Ich dachte, das wäre der richtige Weg. Blödes Spiel. Also doch die andere Seite. Ich heile dich ja schon, Isaac. Kacke. Ich wette, ich kann hier... Obwohl, könnte ich. Wow! Ich stehe doch noch nicht mal in der Nähe.